Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier auf der Aston Motor Show. Mein Name ist David. Wir sind hier auf dem Pure Energy Stand und neben mir steht Robert Geis und Andreas Belzek von Pior Design. Wir haben jetzt gleich die Präsentation hier vom Lamborghini Urus, die Andreas Belzek mit Robert Geis gemeinsam hier auf dem Stand ausstellen und zusammengebaut haben und entwickelt haben. Ich gebe gleich das Mikrofon weiter an Robert Geis. Andreas Belzek macht jetzt nochmal die Dankesagung und einmal die Willkommensagung. Danke. Vielen Dank, David. Mein Name ist Andreas Belzek. Ich bin der Geschäftsführer von der Priolzang GmbH. Und wir haben mit Robert zusammen uns im Sommer was eingefallen oder einfallen lassen, dass wir ein Auto zusammen umbauen und als Roberto Messini Edition veröffentlichen. Ja. Und ich hoffe, Robert, dir gefällt das Auto. Wenn ich ehrlich sein soll, Robert hat das Auto noch nicht gesehen im Ganzen. Ja. Also Überraschung, heute ist wie Weihnachten. Also die Leute, die mich nicht kennen, ich bin der Robert, ab und zu mal im Fernsehen zu sehen. Und ich bin natürlich jetzt mal gespannt, was Andreas am Ende des Tages jetzt hier auf die Reihe bekommen hat. Weil wie gesagt, ich habe bisher nur Bilder, nur Kleinigkeiten von dem Auto gesehen und das Auto selber noch nicht mal gefahren. Also jetzt bin ich mal gespannt, was am Ende des Tages dabei rausgekommen ist. Ich hoffe, dir gefällt das Auto. Hoffe ich, wirklich. Also wir haben uns wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich gehe davon aus, dass ich noch 24 Stunden Umtauschrecht habe, oder? 23. Ich möchte nochmal mich bedanken bei meinem ganzen Team. Wir haben wirklich 24 Stunden am Tag gearbeitet. Teilweise haben die in der Firma geschlafen, weil das Auto musste fertig werden. Wir haben das Auto ein bisschen später bekommen von dem Lamborghini-Händler als geplant. Deswegen war es sehr, sehr chaotisch bei uns in der Firma. Und ja, mein ganzes Team hat kaum geschlafen die letzten Nächte. Ich möchte mich wirklich dafür sehr, sehr, sehr bedanken. Auch beim David von Pure Energy, dass wir hier die Präsentation bei ihm am Stand machen können. Ja. So, ich würde jetzt mal sagen, lass uns mal gucken. Okay. Ja. Sehr cool. Warte, ich bin auch.
Komm jetzt, Robert. Alles gut. Klar. Ja, du für ein Bild, ja. Okay, auch gut. Willst du mich schauen? Einmal hier unten rein. Ist es für mich. Ich habe von dem Auto bisher immer nur spezifische Bilder gesehen. Wir haben zwar im Sommer daran gearbeitet mit Interieurdesign, aber ich wusste wirklich nicht, wie das Auto aussieht. Ich habe das Auto vor 6 Wochen blind gekauft. Ich weiß noch nicht mal, wie er von innen aussieht. Ja. Na gut, ich habe ja noch einen. Ich habe die ganze Werkstatt ausgestattet von ihm. Und weißt du, was er versprochen hat? Achtung, Kamera zeugen. Was hast du versprochen? Der Robert kriegt eine geile Kiste für Saint-Tropez. Damit ich nicht mehr auf dem Motor. Damit du keine Blutlinien hast. Genau. Mit meinem scheiß Werkzeug arbeiten. Wirklich, ich hoffe, das wird eine dicke Kiste sein. Eine vernünftige Kiste, die schon genug Ausstattung hat. Also so, dass wir arbeiten. Ja, klar. Ja, irgendwann muss ja arbeiten. Ne? Sagen wir mal, das gleiche Kiste kommt mal besorgen. Ja, wir gehen von rüber. Cool. Der Wagen ist wirklich ein Reifen von Rolls-Royce. Was machst du dann? Stehst auf der Autobahn. Mit Kindern, mit allem, nichts am Start. Den Wagenheber, den einzigen Wagenheber, den ich im Auto gefunden habe, war ein Mini Cooper. Wir haben den Mini Cooper Wagenheber genommen, um den Rolls aufzubauen. Kein Scherz. Kein Scherz, hat funktioniert. Hat funktioniert. Gott sei Dank, nachts um 11 Uhr. Kein Scherz. Kein Scherz. Komm mal runter, bring das Ding vorbei. Ja? Danke dir. Das ist ein Mann, sehr gerne. Ein Mann an Bord. So ist der Sauerländer. Schönen guten Tag, meine zweite männliche Hälfte.